Hallo, ich bin's, Sven das Faultier. Heute hänge ich auf dem Rücken von Storkin Jorven herum. Ein schöner Ort hier, in der grasgrünen Schwelle. Aber wisst ihr was, Leute? Auch wenn ich mich hier so umschaue, es gibt viel coolere neue Orte, die ich mal gerne erkunden möchte. Nämlich die Glutbucht. Storkin, können wir zur Glutbucht? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guild Wars Video auf meinem Kanal. Ich bin Isabelle und ihr schaut Vollkornhonig und ich bin ein Guild Wars 2 Süchtling. Ich möchte euch deswegen heute zeigen, was in dem Mini-Patch, Gameshop-Patch in das Spiel hinzugekommen ist und mit euch zusammen einen Charakter gestalten, weil dieses Gameshop Update beinhaltete einen Piratenhut und ich habe noch keinen Piratencharakter, also werden wir zusammen einen Piratencharakter gestalten. Das wird ganz cool. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, drei von 400 einen von drei 400er Gamecodes zu gewinnen. Mehr zu dem Gewinnspiel am Ende des Videos. Jo, wo fangen wir an? Es gibt ein neues Erntewerkzeug und einen neuen Hut, einen Piratenhut und eine neue feste Teleportationsschriftrolle. Und zwar Passierschein zum Lavastübchen. Von da aus gibt es die Schnellreise zu allen Städten. Ihr könnt alle Handwerkstationen benutzen, habt Zugriff auf die Bank und die Gildenbank. Es gibt eine mystische Schmiede, Kaufleute und alles mögliche mehr. Normalerweise benutze ich den Passierschein hier, um in diese grasgrüne Schwelle zu kommen. Das ist der hier unten, der Passierschein zur Torheit des Edelmannes. Aber so schön ist es hier gar nicht. Und auch das Luftschiff ist toll und die königliche Terrasse sind toll. Es sind ebenfalls solche Passierscheine. Doch dieser hier scheint mir ausgesprochen interessant zu sein. Und ich werde ihn jetzt doppelklicken. Wir werden mal sehen, wo wir landen. Natürlich in der Glutbucht. Und das bringt uns natürlich auch in die Glutbucht, ohne dass wir uns das Glutbucht-Teleportations-Item kaufen müssen. Und ohne dass wir die Story gespielt haben müssen. Das hat also auch so seine Vorteile. Plopp, schon sind wir hier. Und hier ist ja ganz gut was los. Schick. Also hier hat der Zirkus sich aber nicht lumpen lassen. Gut, es ist gerade Nacht, so hübsch ist es dann hier dementsprechend nicht. Aber hier sind die ganzen Handwerkstationen und die... Hallöchen, wer bist du, Kleiner? Du bist was? Nordmann der Nützliche. Das ist Varka. Dann haben wir hier Kathleen. Lucia, die Betörende. Und dann haben wir Malfolio, der Prachtvolle. Frieda, die Senkrechtstarterin. Die Namen voll gut. Kundin Maler. Turlisson, oh Gott. Warum ist du Iris, der Unbesiegbare? Aber du bist doch eine Frau. Du bist doch Iris, die Unbesiegbare. Wie heißt du im Englischen? Iris the Invincible. Das ist wieder ein Übersetzungsfehler. Das kann ja auch ein Mann sein. Das weiß man halt nicht. Aber, Krack. Hallo, Krack. Also, ich finde es super. Das ist praktisch hier alles auf einem Haufen. Man kann sich hier alles angucken. Wir haben hier viele kleine Menschen, mit denen wir kaufen können. Zwillinge nebenbei bemerkt. Zirkus Schiffbrüchiger und Dorian. Dorian, ernsthaft? Aber du bist doch eine Frau. Ist auch ein englischer Dorian. Ist Dorian auch ein Frauenname? Ich glaube ja. Dorian. Oh, hier gibt es Musik. Von einem Clown, der lauter heißt. Lutist. Er heißt da auch nicht anders da. Flöte und Schlagzeug. Ach so, er ist einfach nur danach bekannt. Benannt, was die machen. Aber das ist cool. Warte, ich mache euch das mal lauter. Das Spiel ist auch sehr, sehr leise. Allein dafür lohnt sich das schon, jetzt den hier immer zu benutzen. Ja, okay, das wechselt sich dann jetzt also bei mir immer ein bisschen mal ab, wo ich mich hinporten werde. Aber ja, gut, ist schön. Apropos Glutbucht. Hier, habe ich gehört, kann man ganz gut Holz abbauen. Dann werden wir das auch mal tun. Ah, da unten könnte ich an meiner Äpfelchen-Quest weiterarbeiten. Und da ist Holz, denn es gibt ein neues... Ah, ist das laut. Abbauwerkzeug. Wartet, bisschen leiser wenigstens. Es gibt ein neues Abbauwerkzeug, ein permanentes, für 1000 Gems im Shop. Und weil dieser Charakter der Zodiac-Charakter auf meinem Account ist, mit den ganzen Zodiac-Waffen und auch schon mit dem astralen Abbauwerkzeug für Gestein, brauchte ich natürlich auch noch das kosmische Abbauwerkzeug für Bäume.
Da kommt ein schwarzes Loch und saugt das Holz ein. So wie ArenaNet das gerne tut. Denn ArenaNet ist auch so ein schwarzes Loch, das Holz einsaugt. Wisst ihr, das nächste Legi braucht schon wieder die Gabe des Holzes. Und mehr Holz und noch mehr Holz. Ich weiß gar nicht, wo ich so viel Holz herkriegen soll. Es ist furchtbar, warum tut ihr das? Wieso tut ihr mir das an? Für 300 Gems im Gemshop gibt es jetzt einen Piratenhut. Und da habe ich mir gedacht, diesem Piratenhut werde ich einen neuen Charakter geben. Und diesen Charakter werde ich gestalten. Und ich habe deswegen auch ein kleines Gewinnspiel für euch. Ich habe 3 Gemcodes, die 400 Gems geben. Genau, jeder von den Gemcodes gibt 400 Gems. So, 3 Stück. Und der Piratenhut kostet nur 300 Gems. Also habe ich gedacht, gestaltet doch bitte einen Charakter im Spiel, dem nur noch dieser Piratenhut fehlt. Gestaltet einen Piraten, Leute. Gestaltet einen Piraten. Und ja, mit ihm möchte ich das gleich hier machen. Ich möchte für ihn quasi ein Piratenoutfit gestalten und das dann mit dem Hut krönen. Bin ich mal sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Irgendwas Majestätisches, Cooles oder Besonderes. Und ja, ihr könnt eure Charaktere, den müsst ihr mit Namen angeben, damit ich auch sicher gehen kann, dass es euer Account ist und mit eurem, also mit eurem, ja, der Charaktername plus Accountname plus Bild auf Twitter posten. Und zwar einfach @HannibalCookie. Ja, und ich werde mir das dann heute Abend angucken. Also ihr habt den ganzen Abend lang Zeit und morgen früh nochmal anschauen und dann machen wir morgen früh die Auflösung und dann gibt es morgens früh gleich die Gemcodes. Die werde ich euch per privater PN auf Twitter schicken. Es tut mir leid, ihr braucht Twitter dafür, aber das letzte Gewinnspiel hat nicht funktioniert, weil YouTube-PNs absolut unzuverlässig sind und scheiße und doof. Deswegen mache ich ab sofort Gewinnspiele dann nur noch über Twitter direkt Nachrichten. Dementsprechend das Bild via Twitter mit eurem Charakternamen, eurem Accountnamen, einfach @HannibalCookie. Mein Twitter-Link ist auch verlinkt überall hier auf YouTube zu finden. Einfach an mich schicken. Ihr könnt jetzt schon mal anfangen zu gestalten und... Seriously? Das werden wir jetzt auch tun. So, wir gucken mal ins Inventar. Da habe ich schon ein Komplett-Umstylings-Kit und ich habe den Piratenhut. Können wir schon mal draufpacken und... Oh mein Gott, Junge, das sieht gut aus. Also ich weiß nicht, ob ich ein komplettes Umstylings-Kit brauche, wenn ich sehe, wie gut das aussieht und ich habe noch keine Handschuhe. Ich habe keine Handschuhe, ich brauche Stufe 20er Handschuhe. Ich brauche Stufe... Hallo. Stufe 20er Handschuhe, es geht ja wohl gar nicht. Rüstung. Hindi. 20 bis 20. Und dann nehmen wir das Billigste. Fortkaufen. Nehmen. Und damit der Dude weg ist, sollte ich am besten die Karte eigentlich wechseln. So, ausrüsten. Zack. Ich kann jetzt die Karte nicht mehr wechseln. Alles klar. Na gut, was soll's. Schulterteile für einen Piraten. Da wären natürlich dann diese neuen Schulterteile, die es auf der neuen Karte gibt, gar nicht mal schlecht. Die sehen natürlich auch sehr gut aus. Und zwar, dafür müssen wir jetzt mal kurz hier raus. Chronik, lodernde Flammen und da gibt es doch dann Drachenschuppen-Epaletten. Das ist eigentlich ziemlich, die sind ziemlich cool, die Drachenschuppen-Epaletten. Aber bis ich dahin bin, das dauert noch eine ganze Weile. Also da kann man noch ein bisschen herumexperimentieren. Also der Hut hier und dann schauen wir mal. Also ein Schal geht nicht immer, auch wenn das cool aussieht. Das passt jetzt nicht unbedingt dazu. Schlagnahmte. Die Marodeursdinger sind noch ganz cool. Oder hier die Unerschütterlichen. Die finde ich auch ganz geil. Ist alles ein bisschen sehr auffällig und sehr massiv und sieht sehr fett aus. Das ist noch interessant, so von nach dem Motto Captain-mäßig so spezielle Schulterteile zu haben. Schauen wir mal. Oh, die Klingenrüstung. Wow. Leylinienbaum so ein bisschen morsch. Das hat schon was Piratenähnliches. Das ist mehr so deep. Das ist nicht so cool. Baby, das sieht ganz gut aus, wenn man seine Muskeln sieht. Historische Abteiljacke geht noch. Das ist nicht piratenmäßig, das geht schon mal gar nicht. Das ist auch nicht das hier, das ist nur Piratenstyle, das geht auch. Das ist Piratenstyle, das geht auch. Vermächtnisjacke, das hat auch was Piratenähnliches. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich piratenähnlich, weil nämlich wir... Wartet mal, dann nehmen wir jetzt mal Samantha Knochen. Wir haben hier, da, das Hemd. Das passt natürlich ganz gut zu so einem Piraten, ne? Ich färbe hier mal so ein bisschen was ein. Es ist teilweise schon trübes Grau und Ebenholz macht so gar keinen Unterschied. Die sehen sich so ähnlich aus. Nehmen wir einfach mal Schattenabgrund und machen das dunkler. Und die Handschuhe auch. Teile hiervon vielleicht nicht komplett. So ein bisschen braun muss ja auch sein, ne?
Und dann könnte man hier sogar ein bisschen Gold unterbringen. So als Pirat ist ja auch Gold eigentlich so ein wichtiger Punkt, ne? Das passt nicht ganz. Also guck, dass man so ein paar Schnallen dann Gold macht. Gucken wir einfach mal. Ich gehe jetzt mal alles möglich durch. Wir haben aber wenigstens verschiedene Farben und wir sehen, wie das aussieht. Das ist nicht ganz Piraten-Style, das auch nicht. Das hat was von einem Piraten. Oh, Ladies, da kann man ja sogar die Brusthaare sehen. Das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht übel. Das ist zu... Das auch Piraten-Style. Also prinzipiell die lederne Rüstung, ne? Das hat alles Piraten-Style. Das ist Piraten-Edelmann. Ja, das ist ja auch das Edelmann-Wams. Die Nornenrüstungen sehen einfach auch... Wow, hi. Na, die sehen auch gut aus. Wollte ich sagen. Ach du Schreck. Ist auch nicht übel. Inquisitur-Sachen. Ja, wir sind ganz durch. Ich bin mir nicht sicher. Das finde ich cool. Ich fand aber auch dieses Edelmann-Teil nicht schlecht. Problem ist, glaube ich, da, dass es sich nicht so individuell einfärben lässt. Beziehungsweise ist es immer weiß dort. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier einen Lederanteil. Das müsste dann halt eigentlich braun werden, weil das Leder ist. Mockerfarbe vielleicht. Ah, es muss noch ledernär werden. Wir gehen mal nach Ton. Und gucken mal, ob wir hier so Lederbrauntöne finden, die gut passen. Das ist ein Braunton, der passt gut. Und dazu... Ja, so ein bisschen rötlicher. Wir haben den Helm. Den Helm können wir sehr individuell einfärben. Der könnte also wirklich... So Piratenhelm. Wie sehen die denn immer aus? Ich gehe mal gerade, also das ist so, wie er standardmäßig aussieht. Da wäre es irgendwie ganz cool, er hätte bunte Federn. Ja, da kann man die Feder einfärben. So ein Rot finde ich das ganz geil. Finde ich gut, gefällt mir. Geiles Rot, Mann. Das ist das Stirnband, das ist die Augenklappe. Die kann ruhig die schwarz sein. Das hier ist dann das Stirnband, das wäre vielleicht in so einem... Altmetallton oder in so einem Blond... Nee, Blau. In so einem Blauton wäre das nicht schlecht. Wie so ein blauer Bandana halt einfach. Und dann gucken wir mal, wie sieht Schattenorange aus? Schattenorange ist ganz cool. Könnte man da doch sagen, dass dann hier halt Schattenorange ganz cool wäre. Passend dazu. Auf jeden Fall die Handschuhe. Ja, die Schultern. Da bin ich jetzt noch am Überlegen, ob die Schultern so passen. Was können wir dann da Schönes für die Schultern machen? Was ist denn hier? Das sieht nicht... Das sieht schon besser. Das hat was Piratenmäßiges, ne? Muss man jetzt ja sagen. Das passt dann schon ganz gut. Wann habe ich Edelmann-Schultern? Habe ich nicht, ne? Ach du heiliges Schnittchen, das geht ja gar nicht. Wow, wie die skalieren, Leute. Alter, wie die skalieren. Das ist... Also bei so manchen Schulterteilen frage ich mich auch was an, als ich bei der Skalierung da gedacht hat. Ich meine, hier könnte man halt, ne, Federn passend dazu, so ein Rot und sowas. Geht natürlich auch, dass man halt sagt, er hat halt dieses... Aber da läuft fast jeder Zweite mit rum. Oder es schneit über ihn. Schnee. Blöckchen. Weißröckchen. Wann kommst du? Schneit. So, das hier in dem Farbton machen. Und das hier ist so allgemein das Leder. Und dann könnte man halt schon sagen... Das hier ist auf jeden Fall ein Dunkeltoll. Das auch. So eine, also in den dunklen Tönen, so zusammen alles so ein Dunkel. Nicht übel zu dem Piratenhut, ne? Er sieht auf jeden Fall aus wie so ein ganzer Pirat. Wie es nehmen wir denn da? Wir können dann doch hier noch die Waffen anpassen. Also auf jeden Fall die Pistolen. Die sollten piratenähnlich sein. Dampfpistolen sind jetzt nicht Piraten, nicht Chaotikus-Pistole auch nicht. Chaos-Pistole schon mal gar nicht. Die Nachtschwingen sind halt schon ziemlich badass. Aber es gab doch auch, na gut, die Piratenpistolen, die es im Jumping-Puzzle gibt, sind auch gar nicht mal so cool. Die ist nicht schlecht. Ich will, dass es so richtig nach einem Revolver aussieht. Die sind ein bisschen arg riesig. Der hier ist schick. Der passt sich halt farblich gut an. Das ist schick. So ein bisschen handgefertigt. Finde ich halt auch immer gut. Das Chaos-Experiment. Hat auch durchaus was, weil es diesen Nebel hat. Das hier so, das sind sehr schlichtere, aber ich fand jetzt, glaube ich, die prächtige Pistole echt mit am besten. Weil die halt so vom Style passt.
einem Skin dafür zu, also zu über Skin, würde ich jetzt nicht unbedingt, oder? Um das zu komplimentieren. Können wir das auch mal austauschen? Hier, nee, geht nicht. Weil an die Pistolen mit dem Skin rankommen ist doch gar nicht mehr so schwierig. Aber über Skin wäre es ruhig. Was haben wir hier für. Wozu hat man Transmutationsladung? Was macht man diesen Dolch? Sollte ich überhaupt mit Dolch spielen? Das ist eigentlich so der Klassiker für definitiv. Naja, gut, aber auch Piraten haben Dolch. Ne? Das muss auch ein klassischer Dolch sein. Was ziemlich einfaches, simples. So eine richtige Piratenklinge. Ja, eben, die passen unglaublich gut dazu. Und ich transportiere das jetzt erstmal. So, dann gucken wir mal auf die Farben nochmal. So, dann werden die aktualisiert. Ja, sieht ja schon, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Sieht gut aus. Ich wüsste jetzt nicht, ob man hier noch was verbessern könnte an ihm. Wie sieht die weibliche Variante aus? Naja. Aber er hat halt schon Style, ne? Gibt es da ein Gesicht, das irgendwie besser passen würde? Das ist so ein bisschen Milchbubi. Das ist ein bisschen... Auch noch... Also auch hier ist ein Milchbubi-Gesicht. Das sind alles so Schönlinge. Das geht gar nicht. Also... Wartet, also das geht, eigentlich geht das, geht voll nicht. Haarfrisuren könnte man jetzt noch sagen, dass man von den Dreadlocks was anderes haben will oder sowas. Aber so ganz, ich weiß nicht. Das ist noch ganz cool. Das Indianerfrisur. Die Haare sind natürlich immer total, also die haben halt was. Das würde noch passen. Also als Pirat. So lange Haare, die man dann also auf See halt trägt. Oder als Dutt zusammengefasst. Das geht ja auch ganz gut. Das hier ist auch noch cool. Das hier finde ich noch ganz cool. Aber da man das so nicht sieht, ich würde das an ihm gar nichts großartig ändern wollen, ich finde. Und er ist ziemlich gut aussehend. Also ziemlich gut aussehender Pirat, meine Damen und Herren. Also, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich mag den Piratenhut und ich bin gerade am Überlegen. Ich habe aber nicht mehr genügend Money. Da gibt es ja jetzt auch noch immer... Gibt es die noch? Gibt es die noch? Ich scrolle runter, ich suche. Gibt es die noch oder sind sie schon wieder draußen? Ist immer so schwierig. Hier, genau. Ob man da nicht... Muss das denn so in der Vorschau sein? Das sieht aber bei Norn schon so ein bisschen blöd aus. Also Skin für die Piratenhaken? Nee. Das hier wäre halt so richtig Pirat, weil dann halt das Bein fehlt, ne? Wieso kann ich mir das nicht mit der Vorschau zusammen angucken? Das ist doch... Geht das dann vielleicht, wenn ich dich benutze und das hier und dann... Heißen die Dinger auch Piratenschuhe? Pirscherstiefel sind im Piratenstiefel. Na, vielen Dank auch. Mittel. Und dann gehen wir jetzt mal bitte Stiefel angucken und gucken, ob die schon da drin sind oder ob die erst freigeschaltet werden müssen. Das sind die ungesetzlichen Stiefel. Wachsamstiefel. Ich glaube, die befürchte, die müssen erst freigeschaltet werden. Die sind in der Account-Garderobe so erstmal gar nicht enthalten. Da wüsste ich jetzt auch... Ja, das ist ja gemein. Das ist ja fies. So kann man den Account darüber gar nicht sehen. Ja, Leute, dann will ich die auch nicht. Weil die sehen beim Norn ganz schön klobig und komisch aus. Und so ist das eigentlich ganz geil. Jarr! Ich glaube, ich muss dir mein Spielzeugschwert geben. Habe ich das zufällig hier auf der Bank? Habe ich das Spielzeugschwert auf der Bank? Habe ich es hier irgendwo dabei? Nein. Scheint nicht. Ich habe den fliegenden Teppich und das... Es gibt nämlich dieses Piratenspielzeugschwert, mit dem man dann... Jarr schreit und das ist ziemlich cool, aber das hat irgendein anderer Charakter, bei dem ich das erstmal wieder suchen muss, welcher Charakter das dann zum Henker wieder hat. Es gibt natürlich auch das Piratenkleidungsset, aber erstens zählt das nicht für den Wettbewerb und zweitens, weil es keinen Hut tragen kann, zweitens finde ich es halt nicht so cool. Ich meine, es sieht da nicht, also das hier sieht aus wie ein Pirat, das andere sieht nicht aus wie ein Pirat. Oh, hallo Stan. Was übrigens Stan bedeutet übrigens Stein, ne? Wollte nämlich mal sagen. Ja, Verstümmelung, Leute. Verstümmelung, wisst ihr Bescheid. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gewinnspiel. Entsprechend einfach, wie gesagt, nutzt Twitter dafür. Na, nutzt Twitter dafür. Postet mir eure Charaktere mit angezeigten Charakternamen, damit ich auch weiß, dass die Kreation von euch ist. Und dem Charakter fehlt halt nur noch der Piratenhut. Deswegen 400 Gems zu gewinnen, dreimal insgesamt. Die drei Gewinner werde ich nach meinem Geschmack und nach meinem Ermessen aussuchen auf Twitter. Und dann eine direkte PN schreiben und das mache ich morgen irgendwann im Laufe des Tages. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Glück. Macht's gut, wir singen.